dem Moment, wo man in einer bestimmten, besonderen Situation ist, in Bezug auf andere Menschen, auf die Kommunikation von anderen, und man ist ausgeschlossen, dann entwickelt man vielleicht besondere Weisen, doch zu kommunizieren. Und da sind besonders Bilder. Bilder sind ein ganz geeignetes Mittel, weil Bilder sind alle so tief in uns verankert. Das steht jetzt erst einmal auf dem Kopf. Wir machen jetzt erst einmal einen Kopfstand. Aber das fehlt nicht mehr viel und dann ist es dann eh bald fertig. Also ich habe 94 angefangen, mit einigen Menschen hier im Keller in einem Hobbyraum quasi zu arbeiten. Dann habe ich entdeckt, dass da wirklich großartige Talente dabei waren, Menschen, die einfach mich tief beeindruckt haben. Und ich konnte dann mit dieser Idee überzeugen, dass man so etwas verstetigt und dauerhaft macht. Und dann ist über viele, viele Stufen, ist dann schließlich dieses Atelier entstanden, wo heute 13 Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz haben, um Kunst zu machen. Ein gewissermaßen Künstler in Anstellung. Da gehen wir am besten an den großen Tisch. Der Patrick hat hier in diesem Atelier, an dem ganz viele verschiedene Menschen an verschiedenen Arten von Werken arbeiten, hat er hier seinen Arbeitsplatz, kommt jeden Tag hierher in der Früh, arbeitet an seinen Werken, manchmal auch an mehreren parallel. Das ist sein Beruf, das ist seine Leidenschaft auch gleichzeitig. Genau. Maria und Josef auf dem Danziger Weihnachtsmarkt. Das ist in Polen. Dort hier der Weihnachtsbaum. Das ist das Entscheidende an diesen Bildern. Sie entstehen über Monate, über Jahre manchmal. Und in dieser Zeit lebt der Künstler quasi in diesem Bild. Und zwar eine der sensationellsten Dinge, die es überhaupt gibt. Das ist eine Druckkopie. Das wurde vergrößert, ist im Original etwas kleiner. Feinliner, genau, ist es richtig. Edding-Stift 0,1. Mit dem habe ich gezeichnet. Und das wurde dann umfunktioniert zu einer Moschee. Und hier sind noch die römischen Säulen, die dort weit hinter dem Aquädukt stehen. Das ist zwar höchst gegenständlich, dieses Bild. Es erzählt unheimlich viel. Jedes kleine Detail ist bestimmt und definiert als etwas, was es ist. Und gleichzeitig, wenn ich es so anschaue, ist es vollkommen abstrakt. Man könnte das gar nicht machen, wenn man das sozusagen als rein äußerliche Gestaltungsaufgabe betrachtet, sondern es ist eine Lebensweise. Der ganze Mensch, der Geist, der Körper, die wären sozusagen eins mit diesem gestalterischen Vorgang dieser Kleinteiligkeit. Vom Ansatz her ist das eine Kunst, die außerhalb dessen, was wir unsere sichtbare Kultur nennen, entsteht. In diesem Sinne outside. Also dieser Begriff bedeutet aber auch, und so ist er ursprünglich auch gedacht gewesen, einfach eine Kunst von Menschen, die außerhalb des Systems der Gesellschaft stehen, die psychisch auffällig sind, Psychiatrie erfahrene, geistige Behinderung, die aus irgendeinem Grund aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Das sind Fantasie-Frauenfiguren. Der Ursprung dieser Zeichnungen ist entstanden, nämlich da war ich 11 Jahre alt. Und das hat sich dann immer mehr entwickelt. Von damals gibt es schon fast keine einzige mehr. Weil die sind durch das, dass in Klostereinrichtungen, die haben das nicht so gern gesehen, haben vieles zerstört.
Weil das hat ja geheißen, solche Sachen macht der Mann ja nur geisteskranke, gestörte. Die haben ja das dann als verrückt gesehen. Ich war ja 1,5 Jahre ja in einer Psychiatrie. Und das habe ich auch nämlich gemacht. Nämlich das ist eine Tänzerin als Hummer. Weil die kosten ja auch etwas. Was kostet die? Knappe 600 Euro. Ich weiß immer noch nicht, warum und wieso, dass das so viel kostet. Weil ich sage ja nämlich, es ist ja nur Papier und Pappe, sage ich immer. Aber mei, manche Dinge halt doch nicht mehr, dass sie einen Wert haben. Fast durch. Steht dort unten irgendwo. Also der Julius war noch Schüler, als er zum ersten Mal zu uns kam, hat Praktika gemacht, das machen wir immer wieder. Wir suchen natürlich Talente, wir suchen junge Leute, die außergewöhnlich sind in ihrer künstlerischen Ausdrucksweise und in ihrer Arbeit. Also das male ich auch. Alles erfunden. Und... Mhm. Ist das so richtig rum? Oder wie, ja, wo ist... Und da, so, da ist ja nämlich auch eine Schrift. Das habe ich dann mit einem Strich gemacht. Ah ja, das sind zwei Seiten. Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja. Toll. Und das sind alles, das hier sind Autostraßen, Autobahnen. Ja, ja, das sind alle Autobahnlinienüberführungen da hoch. Mhm. Und zum Beispiel andere Autobahnen, Abkürzung. So eine Karte dauert ein bisschen länger, gell? Das da habe ich 2 Monate gebraucht. 2 Monate, aha. Dann ist es quasi so ein Kalender dazwischen zu machen, das ist wie eine Erholung. Ja, genau. Kalender bin ich schneller. Okay, aber du wechselst immer ab. Ich habe festgestellt, du machst immer eine Karte und danach kommt dann wieder ein Kalender. Man bewirbt sich hier bei uns mit einer künstlerischen Mappe. Wir müssen sehen, ist da jemand, der wirklich künstlerisch auch entwicklungsfähig ist? Kann da was passieren? Hat es eine wirkliche Bedeutung für ihn? Denn das ist ja eine Lebensaufgabe irgendwie. Es ist ja eine Berufung, nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Und das dann so zu sehen, dass es so Menschen gibt, die sich dann da vollkommen entwickeln. Für dich war klar, dass du nach der Schule, dass du Künstler werden willst, ja, und von Anfang hier an arbeiten willst. Ja, dass das dann blüht. Das ist wie eine Pflanze, die erst wächst und dann geht irgendwann die Knospe und dann blüht sie auf. Und so ist es mit dir, gell? Das ist wirklich eine... Und es macht einfach Spaß. Ja, das stimmt. Es macht Spaß, so zu sehen. Nur kurz, dann ich dann bei BBB. Also, ciao. Morgen kurz. Also, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wir sind hier also jetzt in der Euwart-Ausstellung. Die Euwart-Ausstellung zeigt das Werk der Preisträger des diesjährigen Euwart und aller nominierten Künstler. Es sind insgesamt 17 Positionen, die wir hier ausstellen. Und das sind alles Künstler, die sich um diesen Europäischen Kunstpreis für Kunst im Kontext geistiger Behinderung beworben haben. Und damit ist sie eine große Übersichtsschau über die aktuelle zeitgenössische Kunst dieser Szene in ganz Europa. Ja, Julius Hartauer, einer der Künstler unseres Ateliers, ist für den Europäischen Kunstpreis ebenfalls nominiert worden. Das ist ein sehr junger Künstler, das ist natürlich eine fantastische Entwicklung und eine große Ehre, auch für unser Atelier, dass hier jemand sozusagen in die Spitze dieser Auswahl schafft durch ein unabhängiges Kuratorium. Ja, wir haben hier die Karte Athosland von dem ersten Preisträger Michael Golz, eine Karte, die aus 160 handgemalten einzelnen Kartenstücken besteht, insgesamt eine Fläche von 130 Quadratmetern einnimmt. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir hier im Buchheim Museum
diese Karte eines fiktiven Landes zum ersten Mal in der gesamten Größe und auf einer Fläche auf diesem Podest hier ausstellen können. Der Künstler selbst hat seine Karte in diesem Sinne, in dieser Form noch nie gesehen. Überraschung! Bisher habe ich die immer so gesehen, die Karte aus Ittingen, Lausanne und Paris. Jetzt sehe ich sie zum ersten Mal so. Lausanne und Karte aus Ittingen, das war ja so von Paris. Herr Goltz? Ja, hier. Hier, wenn Sie hier vorne Platz. Auch einer der Künstler? Nicht Platz, ja. Recht, ja. Ja. Herr Wild? Ja. Jawohl. Ja. Ja. Darf ich Herrn Goltz hierher bitten? Ja, auch schon, auch wunderbar. Wunderbar. Sie jetzt okay. Können sich auch noch ein bisschen drehen. Wunderbar, dann fangen wir an. Also, schönste Lächeln. Korrigieren Sie mal meine Mundwinkel. So, das schönste Lächeln. Genau. Wenn der Fusa kommt, dass wir nachher noch. Ich glaube, ich bin dafür da, meine innere Verbundenheit mit dem auszudrücken, was hier zu beschirmen wäre, was hier gezeigt wird. Und diese innere Verbundenheit ist in meinem Fall mehr, glaube ich, als eine gute Absicht. Das ist, hat schon etwas mit einer ja, natürlichen Notwendigkeit zu tun. Diese Bilder ermutigen mich. Sie zeigen mir, dass alles, was mir selber wesentlich ist und wirklich wichtig ist, etwas ist, das ich mit anderen Menschen teile. Es ist zum Beispiel sehr interessant, wie diese scheinbar so realen Figuren und kräftigen Frauen auf ganz, ja, fast durchsichtigen Füßen stehen. Die Knöchel, die letzte Partie, bevor das Bein in die Füße übergeht, ist durchsichtig gezeichnet. Und das zeigt, dass diese Menschen eigentlich, so standhaft sie sind, im Grunde nicht stehen. Und das sagt sehr viel über ihre existenzielle Befindlichkeit aus. Im Namen der Augustinum-Stiftung heiße ich Sie alle sehr herzlich hier willkommen im Buchheim-Museum zu dieser Vernissage zur Preisverleihung des Euwart 7. Der Euwart wird für Kunstschaffende verliehen, für ihren herausragenden Werke, für ihre eigene Technik, ihren raffinierten Stil, ihre besondere Sicht auf die Dinge. Und dann beginnen die sprachlichen Erklärungsversuche. Da wird diese Kunst, Sie benannten es als Art Brüt, also als roh, als rau, als ungeschliffen klassifiziert oder etwas gestelzter als Kunst im Kontext geistiger Behinderung bezeichnet. All diese kategorisierenden Begriffe scheinen mir so gelungen wie eben auch nicht und versuchen doch eigentlich auch nur, die Nische zu beschreiben, in der diese Kunst entsteht und in der ihre Künstler zu finden sind. Wir ehren heute 4 außergewöhnliche Künstler für ihr herausragendes künstlerisches Werk. Zu Recht. Denn außergewöhnlich, outstanding ist, was sie schaffen. All diese Bilder spiegeln scharfsichtig das Gefühl des Fremdseins in unserer Welt. Und gleichzeitig provozieren sie sinnlich und emotional unsere Sehnsucht nach Heimat, Geborgenheit und Zugehörigkeit. Und ich glaube, wenn Sie mir das erlauben, erst wenn uns diese Frage nach unserer eigenen Zugehörigkeit verzweifeln lässt, dann werden wir spüren, welchen seelischen Schaden wir nehmen, wenn wir anderen Menschen Zugehörigkeit verweigern. Zu Recht und der Jury sei Dank erhält heute den ersten Preis des Euwart, Michael Goltz.
Natürlich wissen wir alle von diesen Künstlern, dass es Menschen sind, die in ihrem Alltag, in ihrem alltäglichen Leben einen gewissen Unterstützungsbedarf haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, psychisch, mental, wirtschaftlich, gibt ganz unterschiedliche Gründe. Aber immer ist die Frage, finde ich, nach der Biografie des Künstlers, wer er eigentlich ist, wo er schon ausgestellt hat, was er gemacht hat, wie teuer seine Bilder sind, total zweitrangig gegenüber der Forderung an den Betrachter, sich mit diesem Bild selber auseinanderzusetzen und sich als Individuum den Fragen zu stellen, die ein Bild in ihm aufwirft. Salzburger Flughafen See. Hamburg. Ja. Da warst du schon, gell, mit deiner Schwester. Das hätte von uns eigentlich, hätte niemand vermutet, dass Julius mal hier im Buchheim Museum ausstellen darf. Ja. Und also schon, wir sind uns sehr stolz. Ja, das habe ich mich nach Freiheit. Und Toulouse ist? Frankreich. Ah, super. Und wo ist unser Haus? Habe ich zufällig in Landkarte gemacht. Ist unser Haus auch drauf irgendwo? Unser Haus? Nö. Wir sind beide so stolz, gell? Ja. Das ist ganz ungeheuerlich. Und wenn er von der Arbeit heimkommt, dann frage ich ihn, Julius, wie war es in der Arbeit? Und dann sagt er immer, Mama, schön wie immer. Also da sind wir dankbar und ganz stolz auf unseren Julius, gell? Ja, das stimmt. Ich bin auch sehr glücklich.